Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu World of Horror. Ja, da wir jetzt Silvio beendet haben, brauchen wir erstmal ein anderes Spiel. Und da dachte ich mir, wir können uns ja hier bei World of Horror mal versuchen, die anderen Enden anzueignen. Also lasst uns da mal direkt reinstarten in das Extracurricular Activity. Und ja, das ist das gleiche wie letzte Mal. Ja, wir versuchen jetzt verschiedene Enden zu bekommen. Oder generell auch andere Missionen vielleicht. Ich weiß nicht, ob sie die gleichen sein werden, aber das werden wir jetzt sehen. Gut, als erstes können wir mal nach Hause. Hier ist immer noch was im Briefkasten, das ist unglaublich. Back in your home, you think of your next move. You're currently investigating any weird mystery. Recent newspaper clippings and notes collected in the next room should point you in the right direction. Aber wir gucken uns erstmal Fernsehen an, solange wir es noch können. Schauen mal, ob wir da irgendwas lernen können. Local police are helpless as more and more victims turn up in the downtown area with their throats slashed. Okay. Mehr haben wir da gerade nicht im Fernsehen. Nichts. Kann ich hier irgendwie was anrufen? Letztes Mal haben wir wenigstens was gelernt. Aber okay. Dann würde ich sagen, start a mystery. Das Far Out Fable of a Fear Festival. Da sind anscheinend auch neue dabei, weil wir haben hier überhaupt keine Enden bei manchen. Und bei anderen haben wir wiederum zumindest ein Ende jeweils. Ja, dann gehen wir doch erstmal die neuen an. Rotten Report of a Rancid Ramen. Out of thin air, a brand new ramen restaurant opens in town. It's adored by everyone. Once people take a bite, they can't stop day and night, the queues stretch out the door. The shambling customers stuff themselves with dish after dish, while the blind owner sits silently behind the counter, grinning and polishing his gleaming knives. Klingt ganz nach dem Takumi in Düsseldorf. You're determined to discover what makes this ramen so enticing. What is the true power? Dog meat? Human meat? The flesh of the gods themselves? Das klingt jetzt nicht mehr nach dem Takumi in Düsseldorf. Die machen sehr gute Ramen. Kann ich nur jedem empfehlen, der in Düsseldorf mal ist. Investigate this mystery. Watching the local news, you spot a familiar street. It's a feature about the newest ramen shop. The food critic has a maniac look. A manic look as he describes the ramen. His description makes your stomach churn. Okay. Discard 2 item cards to complete this quest. Wie discarde ich denn item cards? Item cards. You can't investigate your home. Warum denn nicht? Dann gehen wir doch mal zu den Apartments. Investigate. Investigate apartments. Mr. OOO, your neighbor is a horror manga artist. He's struggling to come up with a satisfying ending for his news story. Das Picture, das war nicht so gut. Share your experience. Ne, wir haben gerade keine. Let him come up with his own stuff. It was all a dream? You're a genius! He shouts, grabbing a pencil. Excuse me, I've got a bestseller to write. You roll your eyes as you prepare to leave. You can see the restaurant through the staircase's window. You watch the door for hours, but never see any of the cooks enter nor leave. Okay, dann untersuchen wir die Apartments mal weiter. Not wanting to wait for an elevator, you decide to take the rarely used stairs. You suddenly trip, but grab the railing at the last second. When you get up to inspect what caused you to trip, you freeze in terror. It is slowly standing up. Hey. Okay, wir müssen kämpfen, aber wir haben keine Waffe, wie es aussieht. Wir müssen erstmal eine Improvised Weapon finden. Look for Improvised Weapon. Und in der Zwischenzeit müssen wir ihn nicht zumindest boxen können. Das ist ein Geist.
Defensive Actions. Was haben wir denn hier? Race for Impact. Meditate? Nee, das sind alles so schlechte. Dodge. Ich glaube, Dodge ist ganz gut. Launch Sequence. Wir haben eine Broken Bottle gefunden. Mr. Torp grabs you and takes a step back. Aber ich weiß nicht, ob die Improvised Weapon jetzt irgendwas bringt. Ich meine, im Zweifelsfall könnten wir sie aber wegschmeißen. Wir equippen sie erstmal, aber wir können ihn halt immer noch nicht angreifen. Können wir irgendwas mit dem Ritual machen? Leave an offering? Clap? Bow? Oder Pray? Ja, Pray ist schlecht. Ich glaube, wir können seine Ties to the world severn. Also wir können ihm irgendwie doch Schaden machen, aber nicht auf normale Weise. Hau doch einfach mal weiter drauf. Einmal noch. Dadurch hat unser Verstand ein bisschen gelitten, aber ansonsten haben wir keinen Schaden genommen. Resolve Combat. Wir müssen weiter die Apartments beobachten. The only true way to investigate is to get into the restaurant yourself. Ja, aber sollten wir dafür nicht irgendwo anders hin? Investigate Apartments. A woman jumps out of her apartment covered in gore. Between sobs, she tries to explain what happened. She was taking a shower when suddenly the shower head started spraying blood. A trail of blood leads into the dark apartment. Calm her down. Charisma check success. The woman sniffs and smiles weakly. You feel like you've prevented something awful. Plus for a reason. Das ist sehr gut. Das haben wir benötigt. Aha, wir müssen mal endlich woanders hin. It seems that you were not the only one wanting to try it for yourself. You stand in line for hours. Your questions fall on deaf ears and you're shunned. Investigate Town. Experts are baffled by the sudden appearance of 20 stone statues lined up in a row in the middle of the .. park. You can cast one spell without paying anything. Wir haben aber keine Spells. Resolve Event. Wir müssen weiterhin downtown investigaten. The smell around the restaurant is overpowering. Grease, rot, and is that blood you can smell? Also, bei Blut riecht man eigentlich in der ersten Linie ja nur das Eisen. Das heißt, das kann auch einfach irgendwas Eisenhaltiges sein. Zum Beispiel eisenhaltiger Saft oder Eisen. Someone taps you on your back. Sure, is the bus still running? I'm so late for a meeting. The bus is going to kill me. Startles, you quickly turn around, shocked by what you see there. Ja, den kennen wir ja auch schon. Was haben wir für eine Hit-Attack mit einer 67%? Das können wir aber doch bestimmt irgendwie erhöhen, oder? Attack-Boost. Wir könnten es auch stacken. Wenn wir es jetzt dreimal stacken, dann das einmal machen und dann noch eine normale Attacke. Eine normale Attacke hat auch 67%. Könnten wir vielleicht auch noch zweimal stacken, dann trifft die auch. Und dann können wir die Sequence launchen. Und dann können wir mal Folgendes machen, und zwar... Wir kriegen zwar jetzt ein bisschen Schaden, aber wir können noch nach einer Improvised Weapon gucken. Und dann vielleicht nochmal draufhauen, zumindest ist es normal. Indem wir es noch zweimal boosten. Dann ist er nämlich tot und wir haben noch eine Broken Bottle, die wir jetzt wegwerfen können. Resolve Combat. Die müssten wir doch jetzt discarden können, oder? Trade in, discard. So, damit haben wir schon mal eine. Und ich würde einfach auch mal die andere... Ah, wobei wir warten mal lieber noch. It's finally your turn to order. One ramen, please. The owner grin widens. Wir investigaten downtown weiter. Und
been almost a year since a childhood friend moved away to another city. He left suddenly without even saying goodbye. In a recent letter, he apologized for the disappearance and asked you to remove the furniture from his flat because he wanted to sell it. In the envelope, you find a key to his apartment. Needs a light source. Ja, help your friend, weil das andere können wir ja nicht machen. You find another letter behind a wardrobe. It explains that the reason your friend left was that the shadow people were stalking him. You shudder when you realize you haven't seen the moving company's truck driver's face. 5 experience. Immerhin. We investigate weiter downtown. The red bowl is pushed in your face. It's so crowded that you are forced to sit on the floor. Investigate downtown. While you walk through the crowded space, someone bumps into you and quickly apologizes. Realize what's happening. Perception failure. Before you realize your wallet is missing, the thief is long gone. Yeah. Rip our money. With a slick hand, you fill a vial with the soup and walk out all without tasting the weird dish. Okay. Investigate lab. Stored items. Ich hab keine stored items. Investigate lab. Können wir die broken bottle discarden? Ich will die eigentlich jetzt nicht discarden. Ich will erstmal was anderes finden. With the pulling of some delicate strings, you get the ramen into a lab. While handing over the gathered material, you hesitate. What should you send to the laboratory? Just the vial of ramen. Ja, was anderes haben wir nicht. Mere day later, your friend rings your door. Her face is pale and in a shaky hand, she holds an analysis sheet. You ushered her in and bolt the door. You feel ill looking at the charts. While they couldn't identify some of the particles, they did discover a highly addictive drug in the broth. The ramen restaurant must be closed immediately. Kann ich die broken bottle noch discarden? Ich weiß nicht, ob es hier schon zu Ende ist. Discard. A week later, police and government officials are looking over where the ramen restaurant used to be. Nothing remains but a gap in the street and aimless, confused customers. War das jetzt ein Ende? The old god stirs. There's something wrong with the tap water. It is black and oily and glistening, smelling like death. You hope it's just a temporary issue. Das heißt, wir können wahrscheinlich nicht duschen gehen. Das ist schlecht. Da habe ich mich immer geheilt. Contaminated water. You can't regain health in between mysteries. Unpraktisch. Sehr unpraktisch. Inside your mailbox, you find a small key. What is it doing there? Take the key. Ich meine, wir gucken erstmal Fernsehen. Some of our readers report a strange tall man dressed in white taking the metro after dark, apparently stalking lone passengers. Please take care and avoid traveling alone. Okay. Können wir denn generell baden? They still didn't fix the water problem. It is black and oily and glistening. No way you're gonna wash yourself in that. Use boiled water. Das hat da gerade kurz aufgeleuchtet, aber das haben wir wahrscheinlich einfach nicht. Naja. Start a new mystery. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal Far Out Fable of a Fear Festival. Your aunt has sent you a letter inviting you for a curious sounding festival. It's held every 27 years in a small village. Ein sehr merkwürdiges Intervall, um ein Festival abzuhalten, aber okay. You don't like the sound of it, but your parents both agree you need a break from all the stress. Inside the letter there's a bus ticket. What's the worst thing that could happen? You ask yourself as you board the bus. Naja, alles, wie wir uns hier kennen. Today's goal, explore the weird village. Just when you thought your stomach couldn't handle it anymore, the janky old bus stops at its destination.
You get up and take a deep breath before looking around. It's a small village and the nearby fields are surrounded by a thick forest. Someone is waiting for you? A fat man wearing dusty overalls approaches you. It's the inn owner, who promised to pick you up. Following close behind him, your eyes are drawn to his hands, which are so deformed they resemble claws more than hands. The group has arrived in the village and is currently unpacking at the inn, giving you some time to explore. The festival begins in the evening. Progress this mystery, choose actions that will advance the clock. As you learn about the terrible secret of the village, more actions will unlock. Wir können entweder advance the clock oder unsere room is free action. Dann gucken wir doch da erstmal. The inn's room is dusty, like it hasn't seen any visitors in years. You wonder if anyone cleaned it since the last festival 27 years ago. There's a folder of available activities lying on the table. Action unavailable? Onsen sounds good. Relax a bit. Onsen sounds good. Bringen wir auch direkt ein bisschen Stamina zurück. The hot spring feels great. Finally, you can relax for a bit and enjoy the warm water. Plus 2 Stamina. Resolve this event. Wenn wir schon zu Hause nicht baden können, ist das doch immerhin ein guter Tausch. Hier oben ist auch eine Free Action. War die gerade schon da? Habe ich die nur übersehen? Enjoy the festival. Aber ich dachte, das ist noch gar nicht losgegangen. Day 1 Evening. Okay, ich bin gerade sehr verwirrt, aber naja. Was haben wir denn hier? Explore the weird village? Nein. Wir gehen dann erstmal zum Festival, weil das ist ja das, was wir uns eigentlich angucken wollen. There's still some time before the festival starts. The locals are seemingly busy setting up stands and decorating the place. A few stands are already open, but you can't shake off the feeling something is wrong. It's getting late. Wieso it's getting late? Ich dachte, das Festival hat nicht mal gestartet. Enjoy the festival, buy souvenirs, look for friends. Ich glaube, Freunde am Anfang ist wahrscheinlich ganz gut, ne? Oder Souvenirs? Ja, I'm a lone wolf. Ich gucke nach Souvenirs. Oh, hier kann man Sachen kaufen. Lucky Earrings. Luck ist immer gut. Faster Spiritual Actions. Oder noch mehr Luck, aber kostet weniger. Oder plus 1 Stamina. Ne, dann nehmen wir die Lucky Earrings. Warum nicht? Dann sind wir zwar fast pleite, aber naja. Jetzt ist es die Night. Wir gucken uns rum. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wenn da steht Advances the Clock und das ist Free Action. Ich verstehe Free Action eher so, dass es nicht die Clock advanced, aber tut es ja anscheinend trotzdem. Naja, wir legen erstmal hier die Lucky Earrings an und gehen dann nochmal aufs Festival. There's still some time before the festival starts. Es ist mitten in der Nacht. The locals are seemingly busy setting up stands. Okay, es ist genau das gleiche. Dann suchen wir doch mal nach Freunden. You stumble into your friend, Ryuchi. Hey, I'm trying to solve a puzzle. Can you help? Minus 3 reason if agreed. Und was ist der Vorteil? But sure, I guess. A weird sound wakes you up. You step closer to the window and look out. You can't see anything. Ah, okay, wir haben... Ich sehe es gerade unten. Ryuchi ist jetzt dabei, das deswegen. Und das hat uns 3 Reason gekostet. A weird sound wakes you up. You step closer to the window and look out. You can't see anything and get ready to go back to bed when suddenly the moon comes from behind the thick clouds. 3 hooded figures are standing at the forest edge. One by one, they light their torches and disappear behind the trees. What was that about? Who are they? They all wore strange masks. Should you follow them into the forest or try to find more information about the festival? Ja, dann exploren wir jetzt erstmal das Village. An old priest is performing a ritual to appease a local demon imprisoned underground. You are invited to join them. Klar. Natürlich. Participate in the ritual.
Knowledge check success. You've read about the ritual. Following the intricate pattern of steps, bows and claps isn't a problem for you. Once the ritual ends, the priest thanks you and hands over an item. Holy candle. Was macht die? Plus one luck while held in the inventory. Use plus two reason. Dann behalten wir die doch erstmal. Reason brauchen wir gerade nicht. Resolve this event. Sollen wir jetzt wieder aufs Festival gehen? Wir gehen mal in den Wald. Explore the forest. The suspicious group you've been following is gathered in a nearby forest. They enacting some sort of ritual in a clearing up ahead. The only nearby vantage point is a large rock. Attempt to climb it. Weil das andere habe ich ja nicht. Ich habe eine Holy Candle. Reicht das nicht? Strength check success. You manage to see some of the faces and hear the names of the group. Okay. Dann gehen wir jetzt vielleicht mal aufs Festival. Können wir hier irgendwas Neues machen? Nee, ne? Nee. Geld haben wir eh nicht. Dann enjoy the festival. There, there. Would you like to test your luck at this fine game? Get two tickets? Get one ticket. Ich meine, wir haben plus drei Luck, no? Luck check, success. We've got a winner! The creepy vendor hands you your prize. See you soon. Hast du funds? Nice. Going back to the inn, you overhear two masked villagers. They are talking about something awakening at the next dawn. You wonder what's up with that. It's not safe here. You decide to block the entrance to your room with a nightstand. The festival's ending tomorrow and you can't be too careful. Okay, sollen wir jetzt nochmal ins Forest oder die Stadt erkunden? Gehen wir nochmal ins Forest. Drooping tree branches hang over the path, framing it in an almost macabre way. It's almost inspiring? Get lost in thoughts. Charisma check success. You get completely lost in your thoughts. You wander around the woods for a long time, but you're sure you have some new leads in your investigation. Plus 10 experience. Resolve the event. Do we though? I don't know. Dann gehen wir doch jetzt nochmal ins Village. Was geht hier denn ab, ey? As you glance around, you notice that more and more people are wearing strange masks, unlike anything you've ever seen before. As you turn to your friends for reassurance, you notice that some also wear these eerie masks. Their voices sound muffled and distorted, and you can't shake off the feeling that they are not quite themselves. The hairs on the back of your neck stand on end, and you realize something is terribly wrong. Boah, was nehmen wir hier? They are preparing for something? This can't be healthy. Are they hiding something? Ich glaube, ja, they are preparing. Wenn das immer mehr machen, dann wird es wahrscheinlich irgendwas mit dem Festival zu tun haben. A sense of dread creeps over you as the masked people are swarming through the store, filling their carts with food and survival equipment. You notice the goods prices have already skyrocketed. You realize that you need to act fast if you want to have any chance of survival. Ist das hier The Purge oder was? Resolve this event. Ja, dann gehen wir mal zum Festival, ne? Is that blood? Where is everybody? A trail of blood and sickly smelling sludge leads to the outskirts of the village. Somewhere in the dark forest there's an answer waiting for you. Okay. Continue. Rest at camp. 4 actions until sunrise. Ja gut, resten brauchen wir glaube ich gerade nicht. Gehen wir mal in den Forest.
You have a feeling that you're being watched, and when you hear a branch snapping, you quickly turn around. There's someone standing in the trees, just a few meters away. Wir haben Ryoko nicht. Wir haben alles falsch. Nichts, was wir wirklich brauchen. Start running oder? Ach komm, confront the person. Luck check. Warum Luck? Wir haben so viel Luck. Luck check failure. The decomposing skin and the vacant stare can only mean one thing. It's a corpse someone has propped up. The idea that someone could do it so close to you and so quietly makes you shudder. Plus 2% doom. Ja gut, weiter in the forest. Walking through a tree nursery, you suddenly stop. Something feels off. Isn't it too early for the leaves to change their color? Before you can continue your investigation, someone grabs your leg. Hi. Order your allies to attack. Die machen 2 damage. Ich habe überhaupt keine Waffe. Aber ich mache mit meinem Kick schon 3. Und die haben nur eine 50%ige Hitchance. Irgendwie sind Allies so unnütz. Naja, suchen wir erstmal eine Improvised Weapon. Und vielleicht können wir dann nochmal draufhauen. Warte mal, aber dann preparen wir die Attack. Kriegen wir beides? Nein. Dann können wir nur Attack Boost machen. Ein bisschen aufstocken. Kriegen wir noch einen rein? Ja, gerade so. Attack! Wir haben einen Branch, den rüsten wir erstmal aus. Und jetzt, das hat nur eine 50%ige Hitchance, das ist kacke. Ich glaube, da ist es tatsächlich besser, dem weniger Damage zu nehmen, aber dann ein bisschen besser zu preparen. Ich glaube, das können wir sogar nochmal aufstocken. Zack. Und warum? Okay, man kann nur so und so viele Actions machen. Okay, dann machen wir es natürlich so. Launch Sequence. Und das Ganze nochmal. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. Und hause kaputt. Zack. Wir haben ein Level Up. Resolve Combat. Oder erstmal Level Up. Können wir Level Up durchführen? Wir können Level Up durchführen. Was brauchen wir denn? Leadership? Was bringt denn Leadership? Plus 1 Charisma, natural ability to guide others. Oder regain 1 stamina for all successful event skill checks. Ah, weiß ich nicht. Running Shoes, smaller Doom Penalty. Ne, wir nehmen mal Leadership. Und dann erhöhen wir doch auch unser Charisma, würde ich doch einfach mal behaupten, oder? Weil warum nicht? Dann kriegen wir direkt doppeltes Charisma. Dann gucken wir uns mal weiter im Forest um. The trees overhead block the sunlight and you begin to feel gloomy. Minus 2 reason. Danke dafür. War ein kurzes Event. Weiter im Forest. Enter overgrown factory. While exploring the factory, you are caught by masked people you've seen from the inn's window. After tying you up, they bring you to the cult leader. We knew you'd come. You hear a raspy voice. Your aunt's voice, coming from behind the priest's weird masks. She signals towards door behind her. Our master is waiting for a final blood sacrifice. Ja, super. Struggle. Okay. Und jetzt? Okay. What the fuck kommt da? Haut's kaputt. Was zur Hölle ist das? With a loud bang, the ancient horror disappears and the high priest falls to the floor, grabbing their shoulder. The last thing you see before blackening out are the beams of flashlights and the hand of a police officer saving you from falling. Later that day, detectives interrogating you are confused when you tell them about the ritual blood and eldritch being.
The village is abandoned, with no trace of blood anywhere. You were the only one seeing the ancient horror. Na so. Nicht mal mein Freund. Well, you couldn't catch the leader of the cults to interrogate them. The people are safe. You bought the old bus, wondering what would happen if you didn't stop the ritual in time. Rewards, plus 30 experience, plus 15 experience, minus 5% doom, 1 reason and stamina, and time passed 1. Was kommt jetzt so? What? I'd have sworn it was Monday, not Tuesday, right? Wait, what? Timeskip, plus 5% doom, ach du Scheiße. Das ist ja unfair. Wer kann das? Inside your mailbox you find a small key. What is it doing in there? Wir haben zwei Schlüssel. Ja, ich denke mal, wir können das Wasser immer noch nicht benutzen, oder? Wir können aber erstmal ein bisschen Fernsehen gucken. Once a year a ramen shop appears where there was once an alleyway. The ramen sold inside is made from its former patrons, but can cure any health problems. Okay. Darf ich vielleicht doch so einen Rahmen essen? Baden können wir wahrscheinlich immer noch nicht, ne? They still didn't fix the water problem. Na super. Dann würde ich einfach mal sagen, auf ins nächste Mystery. Und die nächsten beiden kennen wir jetzt. Aber das soll uns nicht davon abhalten, verschiedene Enden zu holen. Wir gehen erstmal in Macabre Memoir of a Morbid Mermaid, weil es da noch mehr Enden gibt und die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir ein neues finden. Macabre Memoir of Morbid Mermaids. The janitor was obsessed with mermaids. He's collected every scrap of the legend about them in the school basement. Now his mind has snapped. He's decided it's time to make one of his own, using unfortunate students' bodies as materials. Dann schauen wir doch mal. Wir müssen zweimal wieder die Seaside investigaten. Wir haben unseren Kollegen immer noch, das ist ja nett. Suddenly the air around you begins to whirl. A supernatural wave of freezing wind is approaching. Brace yourself. Was anderes können wir ja nicht machen. Strength, success. The sudden blizzard disappears as fast as it began. You leave the beach quite quickly. Dann doch nochmal zur Seaside. Damit wir die Bonusquest abschließen. The military exercise makes you feel safer, but are guns enough to stop the unspeakable horrors lurking out there? Plus 5, 4% doom and plus 2 reason. Na, immerhin. You may be going crazy, but you swear something is watching you from the sea. Minus 1 reason. Na super. Ja gut, dann auf nach Downtown. Muss nur gucken, dass ich jetzt auch andere Sachen auswähle, wenn es denn um die Story geht. Through the dirty restaurant window you notice a shady looking man wearing a jacket covered in strange symbols. He stops in front of a house, visibly nervous. Before he enters the house, he turns around as if he's checking for any unwanted followers. What could it mean? Follow the weird man? Ja, nicht direkt die Polizei rufen. Perception check, success. The door is locked, but you repeat the knocking pattern the suspicious man used. A moment later, the door opens and a surprised teen with greasy hair asks who the hell you are. Mistaking these nerds for cultists sure is embarrassing, but deep inside, you are relieved. Minus 2% doom. Naja. Hätte auch besser laufen können. Auf zur Schule! Asking around the neighborhood got you some results. It seems that all the girls attended the same school. Dann schauen wir uns doch da mal ein bisschen um. You enter the school bathroom, wash your face with cold water. A sudden noise behind you stops you in your tracks. One of the stall doors has opened on its own. Light the holy candle! You light the holy candle, purifying the place. Minus 3% doom. Haben wir aber Luck verloren. All the missing girls were apparently member of the school swimming team. Maybe someone saw the kidnapper stalking?
Dann gucken wir uns doch mal weiter in der Schule um. Haben wir hier auch was anderes? Costume to enter. Recruit allies, learn gossip. Study the current mystery. Doom spells. Also hier kann man spezielle Sachen auswählen, während Investigate School wahrscheinlich random ist. Aber ja. Despite your best efforts, you feel like the neighborhood is starting to change. Locations threat level increase. Okay. Finde ich nicht so gut. You find a notebook containing handwritten and detailed notes about the swimming club itself and mermaids? Investigate the morbid school. Wir sehen so genervt aus, ey. A nauseating stench stops you. Someone has scattered rotting fish guts everywhere and hung up countless fish heads. You cover your mouth as you slowly retreat. A vast flock of seagulls outside viciously attack the windows. Der läuft ja alles gleich. Whoever the kidnapper may be, they seem to be really obsessed with mermaids. Inside the science lab, you find a plan of the town's sewer system. Someone has marked the path leading from the sea directly to the school building. Auf nach Downtown! Vielleicht hätten wir zur Polizei gehen sollen. You're pleasantly surprised to meet your old friend while waiting for a train. She's undoubtedly changed a lot since you've last seen her. These days she's moderating a web forum dedicated to the paranormal. Maybe she knows something useful? Invite for a coffee. In between conspiracy theories and Bigfoot sightings, you hear a worrying rumor about an old god slowly awakening to rule the earth once again. Could this be the reason for recent horrific events? Minus one fund, plus seven experience. There's something wrong here. A weird apathy seems to infect every adult you ask for help. You will have to deal with it alone. Do I though? Ich würde lieber zur Polizei, also Manage Threat Level. Experience gegen Funds. Nee, mit dem Threat Level komme ich schon klar. Investigate Downtown. A sudden growl coming from behind a corner makes you stop. Hey? Haben wir noch eine Waffe? Wir haben noch den Branch. Ich hätte gerne eine andere Waffe, aber... ich glaube, das geht gerade nicht. Wir müssen drei Runden gegenüberstehen. Sofern denn alles trifft. Hat halt jeweils eine 80%ige Hit-Chance. Bisher hat alles getroffen. Jetzt noch ein letztes Mal. Nice. You defeated Ghoul. Resolve Combat. You compare the sewer plan with a school map and it suddenly dawns on you. School basement. That must be the place that the kidnapper is keeping the missing swimmers. Was passiert denn, wenn wir zum Beispiel zum Hospital gehen? Costume to enter. Heal injuries. You wait patiently in the reception area. You still have some time before you are asked to the office. Enter doctor's office. Move to a corridor. Nee, doctor's office. The emergency department is crowded. As you direct result of the weird things happening in your town, you finally are asked to the doctor's office. Now, how can I help you today? Additional actions available on the injury cards. Wo sind denn die injury cards? Oder kann er mich nur von... Sati heilen, aber ich hätte gerne ein bisschen Stamina zurück. Das wäre halt was. Allies and Perks. You feel like the skull is observing your every move. Ich wäre gerne geheilt worden. Aber okay. Ja gut, dann wohl zur Schule.
The star shouldn't be there. It shouldn't lead anywhere. More importantly, it shouldn't pull you in. Enter? Komm. Slowly you enter the unknown. Where are you? Lost in time and space, you drift in nothingness until something pulls you towards the light. A parasitic star is looming over the dying civilization. Is this the fate of your planet as well? Letztes Mal haben wir versucht, durch den Sand zu dingen. Das hat nicht funktioniert. Dann gehen wir doch jetzt mal in den Destroyed Temple hinein. Perception Check Failure. Das war letztes Mal auch so ein Dreck. Und jetzt wurden wir auch noch extrem geschwächt. There's no turning back now. God, let's hope she is alright. Investigate the morbid school. You bust through the door to the janitorial closet, but it's already too late. The latest missing girl is lying on a dirty mattress, her upper torso at least. A tail of a fish has been crudely sewn in place of her legs. She was too weak and died, you hear the mad janitor say. He looks you up and down. Maybe you'll do. Prepare yourself. Not giving up after the previous failure, the obsessed janitor has found another body to experiment on you. Ja gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwas ändern. Ich weiß nur, dass unsere Waffe sehr schlecht ist und ich hätte gern diese Axt. Aber dafür müssen wir ihn erstmal bekämpfen. Unser Ally ist halt auch absolut useless. Kann der irgendwas anderes? Race for Impact? You can't run from this encounter. Na toll. Er kann sonst auch gar nichts, ne? One-time use only. Needs 3 stamina or lower than 3. Ja, das könnte sein, dass wir das heute brauchen. Learn about your enemy. Warum sollen wir da großartig lernen? Hau einfach drauf. Standard Attack Rhythm hier. Ich mach ein bisschen mehr Schaden. Aua! Hau ihn kaputt! Aua! Hau einfach weiter drauf. Das wird schon gut gehen. Aua! Okay, einmal noch, dann schaffst es. Zack! You defeated the mad janitor. Resolve combat. You pick up his axe and using it as a crutch. You try to leave the room, injured and weakened. You slowly lose consciousness in the school corridor. Ja, die wollen wir auf jeden Fall erstmal ausrüsten, weil die sehr, sehr gut ist. Und das ist wieder Ending A. Also das gleiche, wie wir schon vorher hatten. Aber ich weiß nicht, wie man hier an ein anderes Ende kommt. Da soll es ja 5 Stück geben. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass 1 eventuell ist, wenn man stirbt. Aber ich will ja nicht auf der Mission sterben. Was haben wir denn für Perks? Outdoorsman, was bringt das? Attuned with the natural rhythm of life, mehr Luck? Oder Knowledge? Ne, wir nehmen Luck. Wir gehen die volle Luck Route. Und, ja, komm, kriegen wir noch ein bisschen. Oh, sollen wir noch mehr Luck gehen? Ja, komm, nehmen wir auch noch Luck fürs Level Up. Luck der Hidden Stat. Haben sie jetzt endlich mal das Wasser gefixt? Did the water level suddenly increase or is our city slowly sinking? Was soll das denn bedeuten? Okay, wir dürfen nicht mehr wirklich zu Seaside. Aber naja. Was ist hier in diesem Briefkasten drin, ey? Inside your mailbox you find a small key. Ja, 3. Letzter. Wir können immer noch nicht baden, oder? Nein, natürlich nicht. Irgendwas im Fernsehen? Some of our readers report a strange tall man dressed in white taking the metro. Okay, das kennen wir auch schon. Kann ich nicht umschalten oder so? You don't have any VHS-Cassettes to watch, ja. Sehr schade. Ich weiß auch nicht, wo ich eine herbekomme. Das mit dem Nicht-Heilen ist ein bisschen kacke, aber mal schauen. Was kommt denn jetzt? Eerie Episode of Evolving Eels. While returning to your home, someone suddenly bumps into you. Did you know? You turn around. It's your friend living in the same apartment complex. Cutter. That weird dude is back. You know, the one who studies fish? You shrug, opening the door. Kana follows and immediately enters the kitchen. A while later, she returns with 2 cans of soda. Aren't you curious
What weird fish did he bring this time? Da wissen wir immerhin, wie wir da ein anderes Ende kommen, nämlich indem wir Kana direkt ins Krankenhaus bringen. Wir müssen es nur bis dahin überleben. Und ich werde dieses Seaside nicht exploren. Das Bonus-Event kann mich dieses Mal. Costume regains stamina and reason. Das ist, glaube ich, nötig, ja. Wir resten mal ein bisschen. Continue. Und dann... Kana. I saw the creepy neighbor carrying some jars inside his apartment. I wonder what weird fish did he find this time. Will he check it out? He will surely recognize me if I try to do it myself. Please. Na gut, schauen wir hier. Jetzt sind wir sogar schon zu dritt. As you prepare a bath, you think about all the possible leads so far. You're very tired. So maybe ice cold water is a good idea? No, hot bath for stamina. Hot bath is so inviting that you've spent an extra hour in it. Und ich wurde nicht geheilt? What the fuck? Kana. Dude's working at school, right? We could break into his office. What do you mean we shouldn't? It must be empty because he just came back and his classes begin next week. Ja, gehen wir halt zur Schule. A weird bubbling sound lures you into the dark shower room. On the floor you find a swimsuit thrown over a grotesque leathery coil. Wait, that's not a coil. Oh Gott. Die hat immerhin nur 18 HP. Können wir... Ich meine, das bringt nichts, aber wenn wir die Attack preparen und dann so hitten, dann können wir das nicht machen. Was hat das für eine Hitchance? 75%. Dann könnten wir doch lieber zweimal das und das machen und dann noch einmal probieren, so drauf zu hauen. Wie viel Schaden machen die denn jetzt? 4. Ja, das bringt uns gar nichts. Oh, einfach drauf. Hat sie noch 1 HP. Und dann machen wir einfach sowas hier. Oop. Resolve Combat. Neighbor's office at school is empty. You do find a few jars, all filled with weird eel-like fish. Despite your protests, Kana decides to take one jar home. Have you ever seen an eel like this? It's so freaky. Don't you have a feeling it's watching us? How can she sip her soda so calmly, staring at this creepy creature? I don't know. I really don't know. Naja. Auf zu den Apartments. You find an envelope lying on a pillow in your bedroom. Inside is cash and a note from someone who has been watching you. They wish you luck in your tasks and promise to meet you soon. Just how did this envelope end up in your bedroom? Plus 2 funds. Money. Können wir noch resten? Ist das nicht bei den Apartments? Raum, Rest, ja, wir müssen noch einmal resten. Scheiß auf das Doom, wir müssen das in Kauf nehmen. Wir müssen ein bisschen Leben zurückbekommen. Und dann auf zu den Apartments. Was können wir denn beim Neighbor machen? You knock on the on your friend's door and wait. Hey dog, I'm with you. Why are you going back to my place? Continue. Ja gut, ich weiß ja nicht, wem das ist. Ich habe 2 Freunde bei mir. Hätte ja sein können, dass es ein dritter ist. Ich wusste ja nicht, dass ich nur 2 Freunde in diesem Spiel habe. Investigate apartments. Loud knocking wakes you up in the middle of the night. Open up! Shuts the deep voice from behind the door. I know you're there. Get closer to the door and ask what's the matter. Dexterity check failure. Before you can answer, the door's letterbox suddenly opens and an unknown invader tries to look inside. You lurch back in shock. The man sees you and tries to get in, screaming curses the whole time. A neighbor calls the police and the attacker escapes from your apartment building. -2 reason. Na danke. Burnt notes? Hannah was right, someone tried to burn some papers. They must have been in a hurry because some of the papers look salvageable. You both return to your apartment and try to decipher the notes. Ein bisschen durcheinander hier. Warte, kann ich die inspecten? Legend from the prefecture Eels tell of a small village of robbers
who would kill all visitors and dump their corpses into a lake full of eels. Eels of the prefecture could lay their eggs inside humans. Oh god. So weird. Your neighbor really was into eels, it seems. You begin to wonder if spying on your neighbor was a good idea to begin with. Ja, I don't know, aber wir investigieren mal weiter. You hear rustling on the other side of your apartment door. Someone is trying to get in. Ah, schöner Clown. Der hat 28 HP. Ja, wir machen einfach mal sowas hier. Geht nicht. Dann einfach sowas hier. Hau ihn kaputt, Mädchen! Hau ihn kaputt! Jetzt hat er noch 11 HP. Einfach beides treffen und alles ist gut. Boop. Weg mit dir. Wait, what's that? Pick it up. Baseball bat. Können wir das auch einem von unseren Kollegen geben? Ich meine, 4 Damage ist jetzt nicht viel, aber es macht immer noch mehr Damage als die beiden Deppen da hinter mir. Resolve Combat. Ich bleib bei der Axt. There must be something more we can learn. I'll try to break into his apartment tomorrow morning. I wonder what he's hiding in there. You shrug non-committally. You just wish you could throw this damned jar into the trash. Dann investigaten wir doch einfach mal die Seaside, ehrlich. Ah, I guess we have to. Something pulls you towards the beach. A statuette half buried in the sand is calling you. Feeling your hands shaking, you take a step closer. Ignore it, wir haben es letzte Mal mitgenommen und das war nicht gut. Strength check success. Despite your sudden desire, you get a hold of yourself, moving away from it. You quickly forget the whole encounter. Danke dafür. Thinking about how stupid it is of Connor to try and break into your neighbor's apartment, you go to sleep. Ich meine, wir können jetzt nochmal zu Seaside, wenn wir eh schon einmal da waren. Anna ist weg. Walking on the beach, you spot a weirdly colored rock. It seems to be covered in some kind of black algae. Getting closer, you realize it's not a rock. Wie kann man das für einen Rock? Ja gut, ich meine halbwegs, aber es sieht echt weird aus. Ja, hau einfach kaputt, Junge. Mädel, whatever. Warum kann ich das jetzt nicht mehr machen? Weird. Weil ich keine Kollegen mehr dabei habe. I mean, dann aber wenigstens so. Das ist, glaube ich, am besten. Most Damage Output. Und beide verfehlen, bitte? Hat 75%ige Hitchance. Komm, hau drauf. Komm, und nochmal beide. Weg mit dir. Resolve Combat. You may be going crazy, but you feel like something's watching you from the sea. Minus one reason. Ja, wir sollten aber nochmal resten. Ein letztes Mal. Solange wir es noch können. Ach, jetzt taken wir a long hot shower. Ich dachte, das Wasser ist immer noch kaputt. Naja. Auf zur Schule. Bin jetzt ranged. Was ist das denn? All combat actions are slower until the end of the current mystery. Ja, na super. Deswegen. Hearing an eerie sound coming from behind the door, you decide to check it out. At first glance, the abandoned classroom seems empty. Once your eyes get used to the darkness, you discover an unusual sigil drawn on the floor. Judging by the smoke, someone put out the candles the moment you entered. Light the candles! The moment you light the remaining candle, the ground under the sigil collapses, revealing an impossible deep hole. Its walls are carved into a spiral shape, giving it the illusion of movement. Because it's an illusion, right? Minus 4 reason, plus 20 experience. Na gut, investigate neighbor's apartment. You cautiously enter your neighbor's kitchen. You are shocked to see countless jars filled with eels, flailing around restlessly. Where the hell is Connor? Im
Bathroom war der andere Typ da, ne? Tot. Dann gehen wir mal in den Bedroom. I found the neighbor, but his eye burst. I slipped on the blood and lost consciousness. I'm afraid there's something in my eye now too. Ja, wir bringen dich mal zum Hospital und müssen dann wahrscheinlich gegen dich kämpfen auf dem Weg. You rush to the hospital with Kana, getting a lot of attention from horrified people. Your friend is taken immediately to the operating theater and you collapse on the chair in the waiting area. When you wake up, it's already night. Trying to ask about your friend, you are met with weird reactions, as if she never existed. You rush to the operating theater yourself, but are stopped by armed policemen. Whatever happened, the doctors must have been too late to help. Das ist jetzt immer ein anderes Ende. Das weniger gute, aber trotzdem ein anderes. You're still processing the events of the previous night. Corpse eating eels that lay their eggs in ice. Sitting before your apartment building, you watch the police officers emptying out your neighbor's place. You wonder if you will ever hear from your friend again. Ending B. Ja gut. Jetzt müssten wir ja eigentlich alle Schlüssel haben, oder? Local scientists are baffled. An unprecedented aurora-like event has bathed the entire town in an unnatural green glow. Und das bedeutet für uns was? Reason cost of all spells is increased by one. Ja, gut, dass ich keine Spells habe, ne? Und wir finden einen weiteren Schlüssel. Was ist denn so in den Nachrichten? Local dentist has been found guilty of implanting dog teeth on their human patients. Motive is currently unknown. Alles klar. Warum nicht? Take a bath? No, natürlich nicht. Ja gut, dann weiß ich auch nicht. Ist hier irgendwas? Take a peek through the peephole. We don't see anything weird. Start a new mystery. Ja, wir haben nur noch das hier und das ist zum Lighthouse. Enter the lighthouse. Unlock, 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 unlock. Und der Lighthouse. End leave. You finally made it inside the cursed lighthouse. Your gut is telling you two things. That whoever or whatever is behind the weird events must be on the highest floor of this place. And that you should run away from this place as far and fast as you can. You're afraid there won't be a way back once you start climbing. Can we rest? Ja, rest a bit. Ich reste einfach scheiß auf das Doom. Ja, mehr noch ein bisschen, aber Hauptsache wir sind full life. Wie geht's uns denn jetzt? Allies and Perks, das sieht gut aus. Start climbing. Der Typ kommt einfach hinterher. Following the winding staircase, you are stopped. Wait a minute. Someone has been taking photos focused on you. The photos include the enemies you fought with. There's something wrong, but you can't precisely say what. Select the second enemy you fought. Das war, glaube ich, der Tapeworm Salaryman, ne? Glaube ich. Ja, correct answer. You rip the photo. Underneath it's a tiny button. You press it and with a buzz, the gate opens. Oh, wir können auch noch ein Level-Up durchführen. Machen wir das doch mal. Hot Bath. Das bringt uns, glaube ich, nicht so viel, oder? Improved Resting at Home. Ja, schade. Folklore Studies. Dann nehmen wir doch mal das. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns was bringt. Oder was ist das? Faster Offensive Actions. Können wir sicherer gehen, dass unsere Sachen treppen? Ich glaube, Knowledge brauchen wir echt nicht mehr so viel. Und wir nehmen noch ein bisschen Strength dazu. Dann machen wir nämlich mehr Schaden. Glaube ich. Wir machen es auf jeden Fall mal. Following the winding staircase, you are stopped by darkness. A thick black cloud is obscuring your vision, and you can swear something is waiting for you inside of it. Ich habe leider kein Licht, also continue climbing. You decide to brave the veil. You finally emerge a while later safe. You can't, however, explain the blasphemous whispers you heard. Following the winding staircase, you are stopped by a metal gate.
The tiny page nailed to the gate explains that opening the gate will require you to grab two metal rods. Using your own body as a natural conductor, you will power up the gate. Okay. Ryuchi, möchtest du das nicht vielleicht machen? Du hast ja sonst bisher noch nichts getan. Not enough knowledge. Na super. You grab the rods, electricity flowing through your body and burning your nerve endings. The pain is almost unbearable, but with a buzz, the gate opens. Wir haben ja deswegen gereckt, genau aus diesem Grund. Following the winding staircase, you find a metal gate that blocks your way. It's locked, but you notice an electrical cable. It seems to connect to the door, a hole inside the central pillar. If there's a switch inside, you'll have to risk getting cut by the numerous glass and shards. Find the switch. You've managed to locate the door switch while avoiding the knives and glass shards. With a buzz, the gate opens. 8 experience noch wäre gut. Climbing up the winding staircase, you are stopped by a masked man wearing an expensive suit. The rules have changed, kiddo, he says, taking the jacket and the mask off. Nothing personal, really. Und wieder der Typ mit der Maske. Er hat 26 HP. Ich bitte dich. Wir hauen dich kaputt, Junge. Aber sowas von. Warum machen wir weniger Schaden? Oder hat er sich geheilt durch irgendwas? Der hat doch nur 6. Ach nee, 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 ist richtig. Nevermind. Ja, dann auf Wiedersehen. Kann auch noch eine zweite Attacke machen, ist aber nicht möglich. Er stirbt. Level up! Discipline? Ja, gut, das bringt uns nichts mehr. Quick Thinking, Dexterity. Könnte ganz gut sein. Nehmen wir einfach mal mit. Und außerdem einfach noch ein bisschen mehr Charisma. Resolve combat. The dark clouds swirl around the lighthouse. Did you arrive too late? Was ist das? Was auch immer es war, wir haben es kaputt gemacht. Letztes Mal stand hier doch ein Teleskop oder sowas. As the unnatural fog slowly lifts, you are relieved and collapse on the floor. The next day, everything feels like a bad dream. You've managed to stop the ritual, waking the eldritch old god. But what done is done. It will stir in its slumber again and again, until the stars are right once more. Congratulations, you are safe. For now. Chosen Timeline A. Wovon ist das denn abhängig? Auf was für einen Schwierigkeitsgrad haben wir eigentlich gespielt? Skeptik. Ich glaube, das ist genau der gleiche, auf dem wir auch letztes Mal waren. Aber die Fire Axe ist echt super. Also sollten wir das Event nochmal bekommen, sollten wir das auf jeden Fall als erstes machen, damit wir die bekommen. Ich weiß halt nur echt nicht, zum Beispiel bei diesem Mermaid-Ding, wie bekommt man denn da 4 weitere Enden? 5 insgesamt, da habe ich überhaupt keine Auswahlmöglichkeit. Schwierig. Ich meine, vielleicht, wenn man, also ein Ende könnte ich mir bei jedem Ding vorstellen, wenn man einfach die Zeit so voranschreiten lässt, dass man einfach auf gar keinen grünen Nenner kommt. Ansonsten. You unlocked one new achievement. Ja. Und jetzt könnten wir rein theoretisch in ein neues Abenteuer reinstürzen. Aber das machen wir vielleicht an einem anderen Tag. Wenn ich nicht in der Zwischenzeit ein anderes Horrorspiel finde. Mal schauen. Ansonsten, ich finde das hier auch ganz lustig. Dann können wir halt noch ein paar andere Enden erkunden. Wenn wir es denn schaffen. Und ich weiß, wie man da drauf kommt. Ich meine, bei anderen Adventures ist es, glaube ich, auch noch ein bisschen offensichtlich. Ich erinnere mich da an das Haus unseres Onkels, wo man das Ritual richtig durchzuführen hat, was wir ja verkackt haben. Aber das wäre ja auch noch ein alternatives Ende. Aber ja. Wir schauen mal. Aber gut. Bis dahin bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei World of Horror. Bis dahin. Bye bye.